Malmö, eine schwedische Metropole mit interessanten Gegensätzen. Tradition und Innovation, Wasser und Land, Altbauten und moderne Architektur. Hier lebt und arbeitet der junge Industriedesigner Mehrdad Majoubi. Schon als Student wird ihm klar, er will nicht nur auf schickes Äußeres schauen, sondern hinter die Fassaden blicken. Wie werden wir unsere Ressourcen in Zukunft verwenden? Wasser ist eine unserer wichtigsten und deshalb müssen wir uns darauf konzentrieren. Unsichtbar und unbemerkt durchzieht unsere Häuser ein dichtes Netz an Wasserrohren, Versorgungsadern einer Stadt. Durch sie laufen jede Sekunde Unmengen an gereinigtem Wasser. Der Haushaltsverbrauch von Frischwasser liegt in Westeuropa bei rund 200 Litern pro Person am Tag. Für Dinge wie Spülen, Kochen, Reinigen. In einer Stadt wie Malmö mit rund 300.000 Einwohnern sind das am Tag 60 Millionen Liter. Einer der größten Wasserfresser? Das Duschen. Gerade mal 10% des Wassers werden durch Seife und Schmutz verunreinigt. Der Großteil von 90% läuft, erwärmt und nahezu sauber, als vermeintliches Abwasser in die Kanalisation. Manche Menschen wollen Wasser sparen. Doch wer erfindet dafür gleich eine ganze Dusche? Er tat es. Eine herkömmliche Dusche verbraucht mehr als 100 Liter Wasser in 10 Minuten. Und dann braucht man auch noch 5 Kilowattstunden Energie, um das Wasser auf Körpertemperatur zu erwärmen. Unsere Dusche braucht weniger als 5 Liter Wasser und weniger als 1 Kilowattstunde Energie, weil wir das Wasser wiederverwerten. Wassersparen steht zwar an erster Stelle, aber das Duscherlebnis darf dafür nicht auf der Strecke bleiben, findet der Designer. Wir wollen nicht nur ein Produkt herstellen, das sparsam ist, sondern es soll auch mehr Komfort und Duschspaß bieten. Hier sieht man, dass wir einen besonders großen Duschkopf verwenden, durch den viel Wasser fließt, damit das Duscherlebnis besonders gut ist. Das Interessante ist doch, dass man trotz der großen Wassermenge Wasser spart. Der Trick? Ein in sich geschlossener Wasserkreislauf. Das Innere ist ein ausgeklügeltes Recycling-System. Eine Kläranlage im Kleinen. Das Wasser fließt aus dem Leitungsrohr in den Duschkopf. Am Abfluss überprüft ein Sensor 20 Mal pro Sekunde, ob die Qualität des Wassers zum Reinigen ausreicht. Wenn ja, beginnt seine Recyclingreise. Ein Mikrofilter siebt gröbere Partikel wie Hautschuppen oder Haare heraus. Ein weiterer Filter entfernt Verunreinigungen im Nanobereich. UV-Licht tötet schädliche Keime ab. Danach wird das Wasser durch eine Heizung gepumpt. Sie erwärmt das nur um wenige Grad abgekühlte Wasser auf angenehme Duschtemperatur. In Echtzeit gereinigt ist das Wasser nun sogar reiner als das aus der Leitung und steht erneut zum Duschen bereit. Wieder und wieder. Die Technologie des Erfinders ist ein völlig neuer Ansatz. Es ist das derzeit effizienteste Duschsystem zum Wasser- und Energiesparen weltweit. Nur kontaminiertes Wasser wird sofort ausgetauscht. Das Restliche wird recycelt. Damit es hygienisch bleibt, werden die Filter nach etwa 200 Duschen gewechselt. Die Filter lassen sich sehr einfach austauschen und halten etwa 20.000 Liter. Das bedeutet für einen Familienhaushalt etwa dreimal austauschen im Jahr. Majoubis Duschsystem ist bereits in mehreren Hotels eingebaut, aber auch in Krankenhäusern und Fitnesscentern. Überall dort, wo viel geduscht wird und die Hygiene besonders wichtig ist. Einer unserer ersten Kunden war ein Krankenhaus. Eines Tages hatten sie einen Ausbruch von Legionellen, bei dem alle Wasserleitungen mit diesen Bakterien verseucht waren. Nur bei den Duschen, die wir geliefert hatten, war das nicht der Fall, durch den geschlossenen Reinigungsprozess unseres Systems. Majoubis Dusche der Zukunft ist auch smart.
Verbrauch- und Servicedaten wie Filterwechsel werden digital erfasst und der Nutzer kann sie einfach einsehen. Eine App im Handy zeigt zum Beispiel sogar an, wie viel Wasser eingespart wurde. Die Inspiration zu seiner Erfindung fand er als Student, während er sich mit der Wasserversorgung in der Raumfahrt und dem Leben auf dem Mars beschäftigte. Wie generiert man sauberes Wasser, ohne literweise davon mitnehmen zu müssen? Ich war an einem Projekt der Universität in Lund mit der NASA beteiligt. Wir haben überlegt, ob wir den gleichen Lebensstil von der Erde auch auf den Mars bringen könnten. Da wurde mir klar, dass wir unsere Ressourcen so clever wie möglich verwenden müssen. Und das machen wir hier. Der Name seiner Firma, Orbital Systems, erinnert daran. Aber Majubis Entwicklungen sind für die Menschen auf der Erde gedacht. Seine Erfindungen sind Gegenstand mehrerer Patente, die sich auf verschiedene Elemente des Systems beziehen. Über 50 Mitarbeiter arbeiten inzwischen an der Weiterentwicklung und dem Vertrieb, damit das Duschsystem immer kostengünstiger wird und weltweit eingesetzt werden kann. Da Duschen ein Drittel des Wasserverbrauches in einem Haushalt ausmacht, hat diese Technik bereits dort große Wirkung. Und die wird umso größer, je mehr Märkte wir erreichen. Aufgrund des rasanten Städtewachstums weltweit wird Wasserknappheit ein immer größeres Problem werden. Und das für alle Bevölkerungsschichten. Gerade deshalb ist Mehrdad Majubis Dusche eine Erfindung für die Zukunft.